Hallo, ihr bekommt mich auch mal wieder zu Gesicht. Und zwar haben wir heute ein kleines Projekt vor. Wir werden diesen schönen Nachtschrank ein bisschen wieder flott machen und aufbereiten. Und ich würde sagen, los geht's, fangen wir direkt an. Wir werden jetzt damit beginnen, dass wir zuallererst diese kleinen Halterungen, die hier oben zu sehen sind, abmontieren. Denn bevor wir den Schrank bekommen haben, war hier eine Glasplatte drauf. Genau, dann werden wir den nach und nach auseinanderbauen und alle Teile für sich erstmal abschleifen. Oh, so. Der Schrank ist ja schon sehr, sehr alt, wie man sehen kann. Und ich kann mir nicht erklären, wie die früher ihre Nachtschranktür aufgemacht haben. Also es ging nicht mal eben so. Da muss man nämlich richtig Kraft aufwenden. Wie ihr seht, ich ziehe da schon mit voller Kraft dran. Und ja, auch an dem Klicken hat man eben gehört, dass das ein bisschen stärker verriegelt ist. Und das wollen wir auf jeden Fall abändern, sodass wir den leichter auf und zu machen und nicht mehr, dass so ein Kraftakt ist. Mach mal zu. Der ist noch nicht zu. Ach so. Noch doller? Boah. Noch doller? Jetzt. So. Jetzt ist er verriegelt. Einbruch sicher. Wir haben jetzt soweit erstmal alles auseinandergebaut und werden jetzt anfangen, den Korpus mit der Schleifmaschine zu schleifen. Wir haben vor, das hier oben in Holz zu lassen und das Gestell später in Beige zu streichen. Ja, aber jetzt erstmal anfangen mit Schleifen. Ganz wichtig ist, dass ihr nicht lange mit dem Schleifer auf einer Stelle schleift, denn wir haben hier jetzt nur Furnier, das ist nämlich eine ganz dünne Schicht auf dem Holz und danach kommt dann Pressspan oder was hast du gerade gesagt? Pressspan, ja, ne? Je nachdem, vielleicht kann auch sein, dass ein anderes Holz unter ist. Aber genau, auf jeden und Fall. Diese Schicht sollte man nicht komplett runterschleifen. Bei uns ist halt wichtig, weil wir das Holz ja Natur lassen wollen und ansonsten würde nach kurzer Zeit schon ein anderes Holz sichtbar sein. Und dann wäre die Oberfläche nicht mehr ebenmäßig, ne? Ja. Wir mussten jetzt schnell die Flucht ergreifen, denn draußen hat es leider angefangen zu regnen. Es hat die ganze Zeit die Sonne geschienen, aber trotzdem hat es jetzt leider so ein bisschen getröpfelt. Und es ist überhaupt nicht gut, wenn das frisch geschliffene Holz nass wird, denn diese Wasserflecken, die kriegt man ganz schlecht wieder raus. Man muss halt alles komplett wieder abschleifen. Aber wir wollen eigentlich die Schicht nicht noch dünner machen und deswegen sind wir jetzt nach drinnen in den Keller gegangen und werden jetzt hier weitermachen. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at it. Sind wir jetzt komplett durch. Wir werden uns jetzt einen Putzlappen nehmen, ein zerrissenes T-Shirt und werden
die einzelnen Stücke jetzt nochmal gründlich entstauben, sodass wirklich alle kleinen Partikelchen runter sind vom Holz und wir dann anfangen können mit dem Streichen. Wir haben jetzt die Front von der Schublade, dann die Tür zum Auf- und Zumachen und die Seiten. Die Oberfläche wollten wir ja Holz lassen. Die wird jetzt morgen noch mit Hartwachsöl lasiert. Und ja, das lassen wir jetzt über Nacht trocknen und bauen das dann morgen früh zusammen. Guten Morgen, wir haben jetzt den nächsten Tag und unser Nachtschrank ist über Nacht sehr gut durchgetrocknet. Wir werden jetzt damit beginnen, uns einen Pinsel zu schnappen und hier von innen die kleinen Details mit dem Hartwachsöl zu lasieren. Und obendrauf die großen Flächen werden wir dann mit einem Tuch machen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Und zwar reiße ich zuerst unser Kreppband hier einmal ab, was wir uns gestern schön abgeklebt haben. Und dann geht's los. Zuerst, ganz wichtig, werden natürlich die Handschuhe angezogen, bevor wir mit dem Hartwachsöl arbeiten. Und jetzt geht's los. Mit dem Pinsel machen wir jetzt die Ecken, damit sie gut drankommen. Jetzt hier wieder einsetzen. Jetzt bauen wir unseren Nachtschrank zusammen. So, und hier ist jetzt unser neuer alter Nachtschrank. Und wir werden ihn jetzt direkt mal an sein Plätzchen stellen und mal schauen, wie es aussieht. So, in der Ecke wird er zukünftig stehen. Und ich finde es sehr schön. Es passt richtig gut zum Bett. Und es passt natürlich auch zu seinem Zwilling auf Max seiner Seite. Thank you.
hatten wir jetzt eben gar nicht mehr mitgefilmt. Und zwar hatten wir euch am Anfang des Videos gezeigt, wie schwer diese Schranktür aufging. Das lag daran, dass da vorher ein Kugelschnapper als Verriegelung verbaut war. Und wir haben jetzt nachträglich einen Magnet dort eingesetzt und jetzt geht die Schranktür wesentlich einfacher auf und das ist nicht mehr ein riesengroßer Kraftaufwand. Ja, ich hoffe, euch hat unser kleines Makeover-Video zu den Nachtschränken gefallen. Jetzt sind die beiden komplett. Jetzt haben wir rechts und links einheitliche Schränke zu unserem wunderschön passenden Bauernbett. Ich hoffe, das Video habt ihr letzte Woche euch schon angesehen. Und nächste Woche oder darauf die Woche spätestens wird dann ein Video folgen von unserem kompletten Schlafzimmer. Da wollen wir dann mal eine Roomtour für euch abfilmen. Ja, bis nächste Woche!